Hallo bei euromil.com, ich möchte mit euch Speckfisolen zubereiten am Holzkohlengrill. Dazu brauchen wir frische Fisolen, Speckstreifen, etwas Salz und einen Spritzer Essig. Ich habe die Fisolen jetzt in kochendem Wasser mit einem Spritzer Essig und Salz gießfest gekocht. Und jetzt bereite ich mir Stücke vor, lege meinen Speck auf, und umwickle meine Fisolen fest mit dem Speck, und diese Speckbackerl werde ich dann auf dem Ofen, auf dem Holzkohlengrill braten. Meine Speckbohnen habe ich auf den Grill gelegt und ich wende sie mehrmals, damit mein Speck rundum knusprig braun ist. Das ist eine herrliche Beilage zu Gemüsegerichten, zu Fleisch, zu Fisch. Das genaue Rezept und die genaue Anleitung gibt es wie immer unter www.euromil.com.